Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht, es ist diesmal kein Tutorial, beziehungsweise nur ein ganz kleines Tutorial hinten dran, wie ihr dieses schöne Template einfügen könnt. Und da sind wir schon beim Thema, und zwar geht es heute um ein Template. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Und da habe ich euch dieses kleine Outro-Template gemacht. Ihr seht gerade im Hintergrund das Speedart. Und am Ende kommt noch ein Tutorial, wie man es zum Beispiel nutzen kann oder einfügen kann in Sony Vegas. Geht aber bei allen anderen Programmen genauso. Und ich wollte mich damit einfach nur mal bedanken bei euch für die netten Kommentare, dass ihr euch gut unterstützt. Ihr solltet das jetzt nicht als großes Special ansehen. Vielleicht plane ich noch was, mal gucken. Das soll einfach mal so für zwischendurch sein. Und jetzt demnächst kommen hoffentlich wieder regelmäßig Videos. Es war ein bisschen stressig wie in der Schule. Bla bla, dies, das, Ananas. Hauptsache, es gefällt das Template euch. Download in der Beschreibung, ganz klar, unter der Creative Commons Lizenz durchlesen und dann könnt ihr es auch benutzen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich nochmal in dem Tutorial am Ende wieder und ciao. In Sony Vegas angekommen, ziehen wir unser Outro PNG einfach in die Zeitleiste rein und darunter ziehen wir direkt unser erstes Video. Ich habe jetzt hier ein Bild genommen, aber ist kein Problem. Wir jetzt klicken an diesen kleinen Kasten unten rechts und dann haben wir das hier, da zoomen wir ein bisschen raus und ziehen das größer, damit wird das kleiner und wir müssen es auf die richtige Größe skalieren, dass das in unser Kästchen da oben passt. Und das machen wir so lange, bis es hinhaut. So, jetzt passt das ungefähr. Jetzt können wir es da lassen und widmen unserem zweiten Video. Das ist am besten Best of, weil es da zum Kanal geht. Das andere war das letzte Video. Das ziehen wir da drunter, klicken auch auf das kleine Ding und ziehen das genauso groß, damit es klein wird. Und ziehen das da unten rein. Und somit haben wir dann unser Outro schon fertig. Das könnten wir dann mit einer Blende irgendwie am Ende unseres, mit einer Überblende irgendwo am Ende unseres Videos platzieren. Und haben damit ein wunderschönes Outro. Und das war's schon. Es geht in fast allen Programmen gleich. Natürlich könnt ihr auch das Template downloaden. Guckt einfach dafür in die Beschreibung. Da findet ihr alle Infos und Lizenzen zu dem Template. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag.